Ich kann mit meinem Handy von unterwegs genauso arbeiten, als wäre ich bei mir zu Hause im WLAN. Ich komme an alle Geräte dran, ich komme an alle Dienste dran, ohne irgendwelche Einschränkungen und ich muss keine extra Ports am Router freigeben. Ja, hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor wir mit Home Assistant weitermachen, ist mir ein Thema doch ein besonderes Anliegen und deshalb möchte ich da heute mal mit euch drüber reden, und zwar über das Thema VPN. VPN steht für Virtual Private Network. VPN, den Begriff wird sicher jeder schon mal von euch irgendwo gehört haben. Die Frage ist, nutzt ihr das wirklich? Gut, einige werden sich jetzt vielleicht fragen, warum sollte ich? Aber das ist ganz einfach beantwortet, wegen Sicherheit. Aber gerade im Bereich Smart Home ist es ja so, wir möchten die Steuerung eben nicht nur von zu Hause nutzen, sondern eben auch, wenn wir unterwegs sind. Mal eben gucken, habe ich die Heizung ausgestellt oder ich komme aus dem Urlaub wieder, kann dann 2 Stunden, bevor ich zu Hause eintreffe, schon mal die Heizung hochregeln. Ich kann von unterwegs gucken, sind die Fenster offen etc. Also es gibt so viele Anwendungsfälle, wo es nützlich ist, das Ganze von außen nutzen zu können. So, und was ich so mitkriege, sind unheimlich viele unter euch, die einfach sagen, jo, ich richte mir ein Dünn-DNS ein, komm damit zu mir nach Hause, mach eine Portfreigabe auf den Router und super. Nee, in der Regel nicht. Denn die meisten nutzen dann sogar noch nur HTTP. Und dann habt ihr eben das Problem, ihr habt eine komplett unverschlüsselte Verbindung, ihr übertragt euer Passwort unverschlüsselt übers Netz. Das heißt, jeder Zwischenserver, über den eure Nachrichten gehen, kann einfach mitlesen, kann sich einklinken, kann euch hacken, whatever. Ihr könnt jetzt erstmal sagen, okay, gut, dann richte ich mir ein HTTPS-Zertifikat ein. Ja, wäre schon mal ein guter Ansatz. Bringt für die meisten Nutzer schon viel zu viele Hürden mit, schon viel zu kompliziert für viele. So, und ich denke, die sicherste Variante, die man zurzeit machen kann, ist wirklich einfach eine VPN-Verbindung von dem Mobilgerät nach Hause auf den Router herzustellen. Das hat nämlich den Vorteil, ich muss auch gar nicht jeden Port einzeln freigeben am Router, sondern ich kann mit meinem Handy von unterwegs genauso arbeiten, als wäre ich bei mir zu Hause im WLAN. Ich komme an alle Geräte dran, ich komme an alle Dienste dran, ohne irgendwelche Einschränkungen und ich muss keine extra Ports am Router freigeben. Ich kann alle Portfreigaben einfach ausstellen. Das Einzige, was ich brauche, ist den Zugriff fürs VPN von außen. Und deshalb habe ich mir jetzt mal die VPN-Lösung der Fritzbox angesehen und ich muss sagen, die ist wirklich super einfach umgesetzt, kann wirklich jeder von euch ohne Probleme bei sich einrichten und dann eben für Verbindungen von unterwegs nach Hause für alle Anwendungsbereiche nutzen. Ich zeige euch jetzt mal, wie sich das Ganze für Home Assistant nutzen lässt, wie ihr eure eigene VPN-Verbindung von eurem Handy auf euren Router zu Hause, vorausgesetzt ihr habt eine Fritzbox, nutzen könnt. Und ich würde sagen, damit legen wir jetzt direkt mal los. Ich gehe mal runter ins Büro und da sehen wir uns jetzt gleich wieder. Ja, am PC angekommen, legen wir auch direkt los. Ihr seht hier meine Fritzbox und als allererstes müsst ihr, wenn noch nicht geschehen, ein MyFritz-Konto anlegen. Das MyFritz-Konto dient nachher dazu, dass ihr eine feste Adresse habt, über die euer PC zu Hause bzw. euer Router zu Hause erreichbar ist. Falls ihr schon einen anderen Dünn-DNS-Account habt, könnt ihr den natürlich auch dafür nutzen, denn hier geht es nur um die Namensauflösung, dass wir eine feste URL haben, über die wir unseren Router von außen erreichen können. Für alle, die mit der Aussage jetzt aber nichts anfangen können, denen empfehle ich, nehmt einfach hier MyFritz-Konto und registriert euch da. Da ich schon angemeldet bin, zeige ich euch das Ganze mal eben anhand von Screenshots. Nachdem ihr auf der linken Seite auf MyFritz-Konto geklickt habt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, ein neues MyFritz-Konto zu erstellen. Dazu müsst ihr nur eure E-Mail-Adresse und ein frei wählbares Kennwort angeben. Hierbei geht es um einen öffentlichen Zugang auf euren Router, also an der Stelle solltet ihr durchaus ein hochwertiges Passwort nutzen. Wenn ihr dann E-Mail-Adresse und Passwort eingegeben habt, klickt ihr unten auf Weiter. Das war's eigentlich schon fast. Ihr müsst jetzt nur noch eure Registrierung bestätigen. Dazu müsst ihr einmal auf die folgende Schaltfläche klicken. Daraufhin schickt euch die Fritzbox eine E-Mail. In der E-Mail ist nochmal ein Bestätigungslink. Den klickt ihr an und damit habt ihr euer MyFritz-Konto auch schon angelegt. So, nachdem eure Fritzbox mit dem MyFritz-Konto verbunden ist, ihr könnt das durch einen Klick hier drauf nochmal prüfen,
Und dann solltet ihr hier sehen, ihre Fritzbox ist bei MyFritz angemeldet. So, und danach können wir auch direkt mit dem eigentlichen VPN-Zugang loslegen. Und das geht wie folgt. Ihr klickt hier unten einmal auf System, wählt dann Fritzbox Benutzer und sagt hier Benutzer hinzufügen. Als Benutzername wählen wir jetzt einfach mal VPN. Die E-Mail-Adresse ist optional, die müsst ihr also nicht angeben. So, und als Kennwort sagen wir jetzt einmal YouTube VPN Login 123. Und jetzt das eigentlich Wichtige, hier unten der VPN-Haken. Den wählen wir auch noch aus. Und das war's auch schon. Wir klicken auf Übernehmen und jetzt richtet die Fritzbox den VPN-Zugang ein. Das dauert einen kleinen Moment. Und dann werden wir auch schon gefragt, ob wir die Einstellungen für iOS- und Android-Geräte sehen möchten oder nicht. Wir möchten uns die jetzt mal ansehen, deshalb klicke ich auf OK. So, und hier seht ihr jetzt alle notwendigen Informationen, die ihr braucht, um mit dem Handy einen VPN-Zugang zu eurem Router herzustellen. Hier oben habt ihr noch die Möglichkeit, diese Seite auch auszudrucken. Ich persönlich rate aus dem Sicherheitsaspekt heraus eher davon ab, weil das doch sehr sensible Daten sind und wenn die der Falsche in die Finger kriegt, der hat dann jederzeit die Möglichkeit, sich damit in euer Netzwerk einzuklinken, ohne dass ihr irgendwas mitkriegt. Und von daher druckt es lieber nicht aus, macht euch hier diesen Dialog auf, tippt die Daten ab und sagt danach einfach wieder Fenster schließen. Dann kommen auch keine falschen Leute an diese Daten. Wenn ihr das Ganze nochmal sehen möchtet, könnt ihr hier wieder auf Bearbeiten gehen. Und jetzt habt ihr hier unten, nachdem das Ganze einmal hier übernommen wurde, nämlich den Menüpunkt VPN-Einstellungen anzeigen. Wenn ihr da nochmal draufklickt, kommt wieder der gleiche Dialog und ihr könnt es nochmal abtippen. Grundsätzlich steht hier eigentlich schon alles, was ihr machen müsst. Ich würde sagen, ich zeige euch trotzdem mal eben kurz, wie das jetzt aussieht, wenn man dieses VPN bei mir auf dem Handy einrichtet. So, hier seht ihr jetzt den Desktop von meinem Handy. Hierbei handelt es sich um ein Samsung Galaxy Note 10 Plus. Wie die Einstellungen jetzt auf den einzelnen Geräten aussehen, das kann natürlich immer ein bisschen variieren. Ob Samsung, ob Huawei oder wer auch immer. Da sind Menüstrukturen und so natürlich immer ein bisschen anders. Aber in der Regel ist der Ablauf schon ziemlich identisch. Was ihr auf jeden Fall jetzt tun müsst, ist, ihr müsst in den Einstellungen den Menüpunkt VPN finden. Bei mir ist es relativ einfach. Ich gehe hier einfach in die Suche und gebe hier mal VPN ein. Und dann seht ihr hier unten schon Virtual Private Networks VPNs einrichten und verwalten. Das ist also unter Einstellungen, Verbindungen, weitere Verbindungseinstellungen. Alternativ habt ihr auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe hier oben auf Einstellungen, Verbindungen. Und dann gibt es hier unten weitere Verbindungseinstellungen und da seht ihr, ist der Menüpunkt VPN. Hier sind jetzt noch keine VPN-Netzwerke registriert und das heißt, wir sind im 4G-Netz, also nicht in unserem WLAN und wenn wir jetzt Home Assistant aufmachen, seht ihr eine weiße Seite, es kommt auch nichts. Er versucht jetzt noch einen Moment, den Server zu erreichen und da seht ihr, Verbindung zu Home Assistant nicht möglich, denn ich nutze gerade nicht mein dünn-DNS, sondern wie ihr hier in den Einstellungen seht, meine lokale IP und deshalb ist es Home Assistant gerade nicht möglich, meinen Server zu erreichen. So, und genau da soll das VPN ja jetzt Abhilfe schaffen. Also wechseln wir wieder zu den VPN-Einstellungen, klicken einmal oben rechts auf die drei Punkte und sagen VPN-Profil hinzufügen. Jetzt können wir dem VPN-Profil einen Namen geben. Ich nenne es mal VPN YouTube. So, und jetzt seht ihr hier schon in den VPN-Daten von der Fritzbox, VPN-Typ ist IPsec oder IPsec Xout PSK. Also schauen wir mal in der Liste, was es hier gibt. IPsec Xout PSK, wählen das aus und können mit der Serveradresse weitermachen. Die tippe ich jetzt mal eben ein. Und dann kommen wir auch schon zum IPsec Identifier. Das ist die IPsec ID, also der Gruppenname. Der ist identisch mit unserem Benutzernamen, also VPN. Und dann kommt der IPsec Pre-Shared Key. Das ist der IPsec Schlüssel, also das Shared Secret. Das gebe ich jetzt hier auch mal eben ein. Achtung, hierbei müsst ihr Groß- und Kleinschreibung beachten. So, und jetzt kommen wir noch hier unten zu Benutzername und Kennwort. Benutzername ist also wieder VPN und das Kennwort hatten wir gesagt YouTube VPN Login 123.
3. Und dann sagen wir Speichern. So, und jetzt sehen wir hier, hat er das Profil angelegt und wir klicken da einfach mal drauf. Er zeigt uns nochmal den Login. Wir sagen Verbinden. Und jetzt seht ihr hier, er hat sofort die Verbindung aufgebaut. Das seht ihr auch oben neben der Uhr an dem kleinen Schlüsselsymbol. So, und jetzt gehe ich nochmal auf den Startbildschirm und wir starten nochmal Home Assistant. Und siehe da, jetzt hat er die Verbindung über VPN auf die lokale IP-Adresse aufbauen können. Ich kann jetzt hier auch in der App wirklich alles machen. Ich sehe meine Heizung, ich sehe meine Multimedia-Geräte. Alles so, wie wir es gewohnt sind, wenn wir jetzt zu Hause wären. Das Schöne an VPN ist, ich habe jetzt eine gesicherte Verbindung nach Hause und von daher finde ich, ist diese VPN-Lösung eine sehr angenehme, schnell eingerichtete Variante, um mir die Möglichkeit zu bieten, von unterwegs wirklich genauso mit dem Handy arbeiten zu können, als säße ich zu Hause und wäre in meinem eigenen WLAN. Ich komme wirklich an alle Geräte jetzt so dran. Ja, soviel zum Thema VPN mit der Fritzbox einrichten. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen und ich habe nichts vergessen. Sollten doch noch irgendwelche Fragen offen sein, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte und es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch direkt meinen Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit eurer sicheren Verbindung nach Hause, verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!